Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Warframe-Bild-Video, diesmal zu den Akarios. Ja, die Akarios sind Dualpistolen, haben wir in letzter Zeit häufiger. Und die Akarios sind die Signature-Waffen von Gauss, genauso wie die Aceltra. Bedeutet, wenn Gauss sie hält, dann wird die Waffe schneller nachgeladen. Generell beim Sprinten wird die Waffe um 50% schneller nachgeladen, egal welchen Frame ihr benutzt, mit Gauss um 100% schneller nachgeladen. Macht auch Sinn bei dieser Waffe. Ja, was muss man bei der Akarios beachten? Schlichtweg, sie macht hauptsächlich Explosionsschaden. Das ist an sich gar nicht mal so das Problem, wenn wir Gauss benutzen oder Leute, also Warframes mit Primed Trittsicher. Oder Atlas, wenn wir gerade nicht in der Luft sind. Atlas wird nicht umgeworfen, heißt kein Safe Stagger, wenn er den Boden berührt. In der Luft ist das was anderes. Aber ja, die Waffe macht halt Self-Stagger. Wenn die E sich entscheidet, Self-Damage zurückzubringen, um den Self-Stagger zu ersetzen, was ich nicht hoffe, dann wird's unangenehm mit dieser Waffe, denn man trifft sich schon relativ häufig selbst. Ja, wo bekommt man die Akarios her? Ganz einfach. Man geht nach Ur auf Uranus, also die Mission Ur. Das ist eine Störungsmission. Dort muss man die Conduits verteidigen, indem man die, ich weiß gerade gar nicht, wie die Gegner heißen, Demolition Units oder so ähnlich, tötet. Das sind diese piependen Bombenträger, die relativ viel aushalten. Die haben die Chance, die Akarios zu droppen, genauso wie die Blaupause für die Aceltra. Zum Bauen braucht ihr Hexanon, heißt, ihr braucht die Ressource von Jupiter, die die Almagan, also die Sentient Corpus Mixe droppen, aber ich glaube nur 150 kriegt man relativ schnell hin. Ja, Akarios. Bevor wir eingehen, ihr werdet es wahrscheinlich in Zukunft, also nächste Woche schon sehen, ich werde die Warframe-Build-Videos jetzt mit Builds für 2023 betiteln, nicht wundern, weil wir jetzt eher in 2023 sind als in 2022. Einfach damit die aktueller wirken, was sie auch sind. Zurück zum Bild. Was habe ich drin? Galvanisierter Schuss. 80% Statuschance bei Kill, 40% Schaden für jeden wirkenden Statuseffekt auf den Gegner für 14 Sekunden bis zu 3x stapelbar. Gibt uns also ordentlich Schaden. Manche werden jetzt sagen, hey, du hast Hornissenstich auch noch drin. Ja, habe ich. Warum? Weil mir Schaden. Manche sagen, das ist doppelt gemoppelt, lohnt sich nicht. Ich sag, kann man machen. Bei dieser Waffe gibt es wenig, was wir noch so mit reinbringen könnten. Sagen wir es mal so. Dann Erfrierung und Pathogenprojektile. Für Kälte und Gift macht also Virusschaden. Hier kann man überlegen, ob man statt der Erfrierung auch den Elementarmod mit reinnimmt. Wo haben wir ihn? Habe ich den überhaupt gemaxt? Einen Moment. Kälte. Schockfrost. Kann man theoretisch auch mit reinbringen. Oder Eissturm, wenn man statt 10, 14 im Magazin haben möchte. Wäre auch eine Option. Gibt uns aber ein bisschen weniger Kälteschaden. Und dann habe ich Prime Flammenladung drin für nochmal extra Elementarschaden. Reduziert außerdem Rüstung, also Hitzeschaden, reduziert Rüstung. Dann tödlicher Schwall für Feuerrate und Mehrfachschuss. Dann Augurpakt für 90% Schaden. Hornissenstich hatte ich gerade schon gesagt, für mehr Schaden. Und galvanisierte Streuung sollte auch klar sein. Wenn ihr die galvanisierte Streuung nicht habt, benutzt ihr natürlich die normale Laufstreuung. Wenn ihr galvanisierten Schuss nicht habt, könnt ihr überlegen, ob ihr Magnumstärke reinnehmt. Ja, was sich nicht lohnt auf dieser Waffe, wie ihr seht, Crit-Chance 6%. Selbst wenn wir hier Kriechner Volltreffer benutzen. Das sind maximal 18% Crit-Chance bei einem auch unterdurchschnittlichen Crit-Multiplikator. Nein. Hämorphagie könnte man jetzt auch überlegen. Jo, wir haben doch hier ordentlich Einschlag und Status. Ja, macht auch nicht so viel Sinn. Ich habe es getestet. Also Schnittschaden ist da wirklich sehr wenig. Wir kommen auch nicht auf unter 2,5% Feuerrate. Auch nicht mit Kriegner Volltreffer und wenn wir tödlicher Schwall rausnehmen. Heißt, lohnt sich da eher nicht. Als Exilus kann man einiges mit reinnehmen. Anzielendes Teilsystem könnte man zum Beispiel benutzen, wenn man Magnumstärke benutzt. Das reduziert unsere Genauigkeit. Anzielendes Teilsystem
erhöht sie wieder. Das heißt, wir haben nur eine minimale Strafe auf unsere Genauigkeit. Ruhige Hand würde sich eher nicht lohnen. Tödlicher Schwall würde sich lohnen. Durchaus. Projektilgeschwindigkeit macht auf dieser Waffe Sinn. Und ansonsten seid ihr da relativ frei, was ihr reinmachen könnt. So, kommen wir zu dem Test. Wir haben hier vorne 185er Veganer. Die sollte ich eigentlich mal töten. Denn die sind bereits angeschossen. Spawnen wir mal neu. 20 Stück auf Level 185. Und was auch weiterhin bei dieser Waffe besonders ist, wir haben einen Homing-Effekt. Heißt, wir können jetzt hier oben ungefähr hinschießen. Trifft die Gegner. Das ist ganz cool. Aber wie ihr seht, wenn wir aus relativer Nähe schießen. Na, hier nicht. Da. Gucken wir mal hier ungefähr. Das wollte ich nicht. Da, 7 Meter. Genau, nach 7 Metern wird die Explosion scharf. 8 Meter kriegen wir auch, okay. Vielleicht nicht ganz bei 7 explodiert. Ja, bei 8 Meter sind wir safe. Bei 7 Metern auch noch. Ja, irgendwie so zwischen so 7, 6, 8 Meter, je nachdem wie man steht, wird man safe getriggert. Mit Gauss kann man die 2 aktivieren. Da passiert nichts mehr. Da wird man nicht mehr gesafe triggert. Ja, ansonsten, die Waffe ist für einen High-Level-Bereich vielleicht nicht die geeignetste. Sie macht AOE, wie ihr seht. Wir haben keine Munition mehr. Auch so eine Sache. Wir haben relativ wenig Munition. Nur 30 Schuss. Aber in, ich sag mal, Mid- und Low-Level-Missionen ist die Waffe richtig cool. Das war zu viel. Da. Homing ist halt auch geil. Ungefähr in die Richtung schießen. Fertig. Wie ihr seht, 185er Heavy Gunner, die halten einiges aus. Zumindest bei dieser Waffe. Nehmen wir mal weg. Holen wir uns mal eine Palette von, na, sagen wir mal, 100er Gegnern. Von verschiedenen Fraktionen. Wir nehmen ganz normalen Grenier, würde ich sagen. Den Helion, nein, wo haben wir denn die Sturmsoldaten? Sturmsoldat. Nehmen wir mal 5 davon. Dann nehmen wir 5 Korpus. Die haben zu viel Leben. Detron-Personal, perfekt. Dann bei den Befallenen nehmen wir... das war gerade außerdem meine 2, die ausgelaufen ist. Haben wir hier die Stürmer? Genau, 5 Stürmer mit rein. Neutral müssen wir nicht. Und dann nehmen wir noch 2 Heavy Gunner. Und 3 Sturmsoldaten. Ist, glaube ich, eine ganz gute Palette. An Standardgegnern. Alle Level 100. Ja, die halten dann weniger aus, wie ihr seht. Ja, Veganer sind immer noch ein bisschen stark. Aber alle anderen Gegner, gerade hier auch die Infested, die halten ja gar nichts aus. Aber ja, so ungefähr Level 100 kann man durchaus mit dieser Waffe spielen. Macht auch Spaß, wenn man nicht gerade dauerhaft geselfstaggert wird. Aber ja, coole Waffe an sich. Für Steelpath nicht zwangsläufig geeignet. Kann man probieren, muss man nicht. Für Endlosmissionen, die sehr hochlevelig werden, dann nicht. Nein. Aber eine solide Waffe. Wir sehen uns dann im nächsten Bildvideo. Ich verabschiede mich. Bis dahin. Ciao, ciao.